Herzlich willkommen zu meinem Laborinformatikprojekt. Gerade in den kalten Monaten interessiere ich mich dafür, wie warm es in meinem Zimmer ist und welche Luftfeuchtigkeit dort herrscht. Aus diesem Grund habe ich im Rahmen des Projektes mit einem ESP32 einen DHT22 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Abfrage per Blink-App über Smartphone realisiert. Zunächst zeige ich euch den Schaltplan und den Aufbau des Steckbrettes. Der DHT22-Sensor wird wie folgt angeschlossen. Auf dem Pin 1 bis 4 von links nach rechts wird auf Pin 1 die Spannungsversorgung, auf Pin 2 der Signaloutput mit einem Pull-Up-Resistor von 10 Kilo-Ohm und an Pin 4 die Masse angeschlossen. Pin 3 ist unbelegt, da dieser im Gehäuse vom DHT22-Sensor nicht verwendet wird. Kommen wir nun zum Programm. Zunächst werden erst alle benötigten Bibliotheken in dem Programm eingebunden. Dies geschieht in der Zeile 5 bis 8. In Zeile 11 wird nun der Authentifizierungstoken abgefragt. Diesen bekommt man aus der Blink-App. Er wird benötigt, um die App mit dem ESP32 verbinden zu können. Anschließend wird die SSID und das Passwort des WLAN-Netzes verlangt, über welches sich das ESP32 mit der Blink-App verbinden soll. In Zeile 21 wird nur der Sensortyp, in diesem Fall DHT22, definiert. Im Folgenden wird das Senden der Daten vom Sensor sowie eine Fehlermeldung, zum Beispiel bei Verbindungsproblemen, gezeigt. In Zeile 41 und 42 werden die virtuellen Pins der Blink-App angegeben bzw. festgelegt. In der Setup-Funktion werden die Verbindungen zur Blink-App und zum DHT22-Sensor gestartet. In Zeile 59 werden nun die Funktionen Blink und Timer gestartet. Nun simuliere ich mittels eines Föhns das Ansteigen der Temperatur und das Ändern der Luftfeuchtigkeit. Diese Oberfläche wird in der Blink-App angezeigt und kann am Handy abgerufen werden.